Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Video-Live-Blog. Es ist kurz vor 5 Uhr. Ich bin gerade fertig geworden, meinen Tackle aufzubauen. Bereits nach dem Füttern haben sich die ersten Graser schon gerollt. Ich konnte leider noch keine Aufnahmen mit der Videokamera zu dem Zeitpunkt machen. Wir haben Anfang Juli. Die Wassertemperatur beträgt jetzt um die Uhrzeit 22,4 Grad. Ich bin gespannt, was der Tag noch so bringt. Die Montagen habe ich schön verteilt, vorne an der Strömungskante mit einem Hooker und einem Monster Crab Pop-Up, die andere Route mit einer Maiskette und die dritte Route mit zwei Maiskörnern, wo ich noch einen kleinen Pop-Up zwischengeschummelt habe, dass er etwas auspoppt. Ich denke mal, da kommen die Graser so schnell nicht vorbei, wenn sie wieder kommen. Leider ist der Schwarm schon weg und sind wir mal gespannt, wann der nächste kommt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und bis dahin genießt mal noch diese beeindruckende Landschaft im ersten Schein des Tages. Es ist 6.30 Uhr, der erste Biss. Ich weiß nicht, was es ist, ich vermute mal, oder ich hoffe mal ein Graser. Ich habe die Fische noch nicht in der Bunde gesehen. Der Biss kam jetzt völlig unverhofft. Kann aber auch sein, dass es ein großer Döbel ist, der sich hier schwer macht. Sehen wir gleich. Oh, Graser. Oh, das ist ein guter. Vielleicht kommt die bekannte Flucht. Ah, ein wunderschöner Fisch. Okay, jetzt hat er begriffen, was los ist. Auch wenn es manchmal den Schein macht. Dass die Füße schon kaputt sind, sollte man nicht so früh pfeffern. Denn wir sind stets bekannt für rasante Fluchten. Gerade wenn sie Grundkontakt spüren oder den Kescher sehen. Macht mal den Anschein, dass der Fisch schon kaputt ist. Aber der hat noch Power ohne Ende. Ihr werdet das gleich sehen. Ihr werdet das gleich sehen, wenn ich versuche ihn zu keschern. Okay.
komm, na komm, na komm. Ja. Da haben wir ihn. Die Waage hat es gerade bestätigt, traumhafte 18,5 Kilo. Mit 37 Pfund ist es der größte Grafer, den ich bis innerhalb von 6 Jahren in der Elbe fangen konnte. Viele lagen um die 30 Pfund, aber das war die absolute Krönung jetzt. Ein Monat ohne Fisch, dank den 3 Wochen in Österreich, waren echt lang. Und ich bin super glücklich und ich glaube, die Woche ist jetzt erstmal komplett gerettet. Der Fischbiss eigentlich völlig ohne Vorankündigung. Die Fische haben sich nicht gezeigt, die waren nicht aktiv auf dem Platz, die haben nicht gerollt. Aber der Biss kam völlig aus dem Nichts. Das zeigt natürlich auch, wenn wir uns mal Gedanken machen, dass sich kein Fisch zeigt oder so, sie sind da. Sie sind mitten unter uns in dem Fall. Tja, ich hätte euch natürlich auch noch gern Aufnahmen vom Fisch gezeigt, also ein paar Videosequenzen. Aber jeder von euch weiß, der schon mal einen Graser auf der Abhangmatte hatte, die Fische sind so aktiv, dass man sie nicht wirklich allein lassen kann auf der Matte. Und ich wollte es dem Fisch jetzt nicht zumuten, dass er jetzt noch länger an der Luft ist, weil die Graser muss man wirklich behandeln wie ein rohes Ei und sind einfach fix und fertig und total verausgabt. Daher geht nun mal die Gesundheit vom Fisch vor, sodass ich ihn nach ein paar Fotos sofort wieder released habe. Dadurch nimmt er natürlich keinen Schaden und ich hoffe mal, ich kann ihn irgendwann wieder fangen. Es war wirklich ein wunderschöner Fisch. Auch wenn der Drill nicht wirklich spektakulär war, also ich glaube, der Graser wusste eigentlich gar nicht, was denn da passiert. Zeigt natürlich, dass ich hier einen Abschnitt an der Elbe gefunden habe, der wo kaum befischt ist und die Fische eigentlich noch nicht richtig wissen, was eigentlich los ist. Dennoch sind die Fische, gerade die Graskarpfen, äußerst scheu. Also diesen Fisch konnte ich an einem 15 cm langen, sehr soften Vorfachmaterial überlisten. Als Köder, kurzes Haar, Leinschar habe ich gefischt als Montage, 180 Gramm Blei. 2 Maiskörner als Köder. Perfekt funktioniert. Mittlerweile ist jetzt die Sonne richtig schön hochgekommen. Ich werde jetzt nochmal nachfüttern und mal sehen, was die kommenden Stunden noch so bringen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich.